Ich grüße jeden herzlich heute Abend wieder. Wir sind wieder zum Gebet zusammengekommen, dort wo wir gerade sind. Schön, dass du zugeschaltet hast. Und dass wir gemeinsam wieder vor den Thron der Gnade Gottes kommen dürfen. Es ist so schön, dass Gott Gebete hört. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und bevor wir wieder ins Gebet gehen, will ich uns ein Wort weiter aus Epheser, Kapitel 1, Vers 9 und 10 vorlesen. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Danke, Vater, dass du dieses Geheimnis nun gelüftet hast, dass wir heute zu deinem Volk Israel gehören dürfen. Die Mauer hat Jesus Christus mit seinem Sterben am Kreuze von Golgatha gebrochen. Danke, dass wir heute eins sein dürfen und dass wir vor dich kommen dürfen als dein Volk, dein geliebtes Volk. Und danke, dass du deinen Sohn auf diese Erde dadurch gesandt hast. Er starb für uns den bitteren Tod. Jesus, ich danke dir, dass wir heute diese Botschaft gehört haben und sie weiter sagen dürfen, allen Menschen, dass du der Herr bist. Nicht die Macht aber dieser Welt, was sie alles geplant haben und alles, was sie heute durchbringen wollen. Vater, nicht ihr Plan kommt in Erfüllung, sondern dein Plan. Und darum bitten wir und stehen wir gemeinsam in den Riss jetzt uns und bitten, dass deine Kraft jetzt fließt auf dein Volk, dass deine Salbung fließt und die Gebete, die wir jetzt zu dir emporbringen, Herr, dass du jedes Gebet in die goldene Schale hineinlegst. Deine Engel tun das gerade und zur Zeit, wenn du es sagst, werden sie ausgegossen und dein Wort kommt. Dein Wort wird mächtig kommen und dein Plan wird sich erfüllen. Aber bis zu dem stehen wir fest. Wir stehen fest im Glauben und sagen, Vater, wir beten, dass du dein Willen und alles, was du geplant hast, mit uns, Herr, mit deiner Gemeinde hier erfüllst. Danke, es sind keine Geheimnisse jetzt zwischen dir und uns. Wir sind mit dir eins. Wir sind deine Braut und darum beten wir mutig und beten, dass deine Gnade, dein Segen herabfließt. Dass alles, was nicht nach deinem Wohlgefallen ist, es muss gehen. Die Dunkelheit muss verschwinden. Das Licht Gottes darf wieder in unser Land kommen. Darum bitten wir, Herr, im Vertrauen auf dich, im Glauben an dein Wort, an deine Verheißungen, an deinen mächtigen Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.